Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Chroniken von Griesbach. Der Geistliche ist hier, ne? Ich will mit dir nochmal tauschen, danke sehr. Gut, dann legen wir uns jetzt mal schlafen. Warte, Geistlicher, du kannst direkt im Stehen schlafen, dann schlafe ich hier. Danke sehr. Irgendeiner der Sinn der Griesbacher muss sowieso immer stehen schlafen, weil ich dann schlafen muss. Egal. Ist halt deren Problem, ne? Ist nicht mein Problem, ist deren Problem. Warum ist hier das Ding kaputt? Das kann doch irgendwo nicht sein. Ja, doch, da sind noch Kartoffeln reif. Da sind noch Kartoffeln reif, sehr schön. Ich will jetzt mal gucken, dass wir noch ein bisschen Holz kriegen, damit wir den Birkenholzzaun hier machen. Wir wollen noch mal ein bisschen Zuckerrohr holen, um noch mal Papier zu machen. Weil so langsam möchte ich in Richtung Zaubern kommen. Das wäre natürlich relativ brillant. Da ist noch Zuckerrohr. Ich wollte mir übrigens demnächst auch mal eine automatische Zuckerrohrplantage machen. So wie auf Sindelfinger, ne? Also eine kleine zur Show. Nichts jetzt Weltbewegendes oder so, sondern so wirklich so eine kleine oder sowas. Oder vielleicht eine, die vielleicht ein bisschen was bringt, aber halt nicht übermäßig viel. Das wollte ich machen. Ansonsten schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Wir können auf jeden Fall einmal tauschen mit einem Farmer, dass wir noch mal hier was bekommen an Sachen. Da ist ein Farmer. Können wir noch mal mit einem Geistlichen tauschen. Oder ja, mit dem Geistlichen. Geistlicher, komm her. Der hat Vorrang jetzt. Wir möchten ja gucken, dass er das nächste Level erreicht, damit wir hier mit dem eventuell Lapis Lazuli tauschen können, dass wir das bekommen. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Aber gut, schauen wir mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hier nochmal Stein rein, Holzkohle nochmal nachlegen und Stein nachlegen. Dann auch hier nochmal Holzkohle nachlegen und Stein nachlegen. Die können wir mit dem Maurer nochmal zweimal auf jeden Fall. Da geht es nicht, der ist da oben. Was ist der Maurer? Maurer, wo bist du? Sag nicht, der ist da oben. Du tust jetzt nicht wirklich da oben rum, oder? Kommen die da überhaupt hoch? Nein, das ist der nicht. Wo ist denn der Maurer? Maurer! Hier ist auch keiner drin. Hier ist auch keiner drin. Hä? Wo ist der Maurer? Maurer! Ist der Maurer verschwunden oder was? Das ist der Geistliche, genau. Aber ich suche jetzt den Maurer. Wo ist der Maurer? Hallo Maurer. Hä? Wo ist er? Hat er sich in Luft aufgelöst oder was? Der Maurer ist ein Luftauflöser. Kann er nicht sein. Hä? Maurer ist ein Luftauflöser. Nee, der ist es nicht. Wo ist der Kerl?
ist der Kerl? Jetzt suche ich den, weil ich den brauche und der ist nicht da, ne? Na toll. Wenn man ihn mal sucht, dann findet man ihn nicht. Kann ja nicht sein, die können nicht weg sein. Ich höre doch andere die Türen gelöscht. Ist das hier hinten oder was? Das ist der Rüstungsschmied. Nein, den suche ich nicht. Ich suche den Maurer. Maurer? Maurer? Jetzt suche ich das ganze Dorf hier ab nach dem Maurer. Kann nicht sein. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Sind nochmal ein paar Kartoffeln reif? Nein. Schade. Wo ist der Maurer hin? Er ist hier Bibliothekar, ne? Ja. Der Maurer müsste auch hier irgendwo sein. Der Maurer müsste auch hier. Nein, hier ist er nicht. Ist er hier? Nein. Die kann es sein. Hätten die noch jetzt die ganze Zeit gefunden. Okay, es ist jetzt gleich mittags. Die müssten jetzt alle langsam hier Richtung Dorfplatz kommen, um hier einmal zu quatschen. Das, was die gegen den ganzen Tag eigentlich machen. Quatschen, 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 ne? Nichts Vernünftiges. Ach, wir holen noch Zucker. Ah, da ist er. Hier hinten ist er. Hier hinten hast du die versteckte Tüte, Nüngel. Da hinten hat er sich versteckt. Okay. Cool. Gut. Dann machen wir nochmal Papier. Dann holen wir nochmal von dem Bibliothekar. Holen wir auch nochmal was. Anzmarakten. Dann können wir den Geistlichen eventuell voll bis zum nächsten Level ausleveln. Das wäre natürlich jetzt cool. Papier da. 4 Smaragde. Das sollte jetzt, glaube ich, reichen, um die nächste Stufe zu erreichen. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt erstmal hier rein, suchen den Geistlichen, da ist er. So. Geistlicher, was willst du? 1 Smaragd, 1 Lapis Lazuli. Bist du teuer? Du bist ja von allen guten Geistlichen verlassen. Na gut. Aber wir kriegen Lapis Lazuli. Perfekt. Gut, müssen wir jetzt nur gucken, dass wir schnell ans Markt dran kommen irgendwie, damit wir hier mit dem relativ viel ab bis dazu tauschen können. Ne? Das ist natürlich jetzt wichtig. Das heißt, wir müssen Zuckerrohr kriegen ohne Ende, wir müssen am besten Kartoffeln kriegen ohne Ende und wir müssen am besten irgendwas kriegen, wo es der Geist, der Maurer will, ohne Ende. Ja, gut. Schauen wir mal. Rüstungsschmied, das müssen wir auch leveln. Mal gucken, wo der ist. Das ist der hier mit der Maske, ne? Der will 5 Smaragde für einen Eisenhelm oder 9 Smaragde für einen Eisenharnisch haben. Oha. Na gut. Aber wir haben zumindest Lapis Lazuli schon mal. Das ist cool. Jetzt bräuchten wir auf jeden Fall Bücherregale am Zaubertisch. Das werden wir jetzt die nächsten Folgen auf jeden Fall mal angehen, dass wir da auf jeden Fall nochmal Bücherregale bekommen. Dann will ich hier nämlich die ganze Wand voll mit Büchern machen. Bücherregal, ne? Die ganze Wand hier voll. Auch wenn es mehr als 15 Stück sind, ist aber egal. Es könnte geil aussehen. Es könnte richtig geil aussehen. Wie machen wir das mit dem Licht? Das Licht, ja, oder sollen wir noch ein zweiter rausgehen? Ich weiß es nicht. Wenn wir noch eins weiter rausgehen, wie sieht das denn da aus? Das, ja, könnten wir machen. Könnten wir machen. Wenn wir noch ein weiter rausgehen, statt der Holzwand quasi hier, ne? Das könnten wir machen. Statt der Holzwand, die Bücherregale, wäre in Ordnung. Das wäre in Ordnung. Das heißt, wir müssten jetzt natürlich gucken, dass wir die Kühe füttern. Dass wir die nochmal vermehren. Wir müssen gucken, dass wir, Leder bekommen.
Das ist natürlich dann auch relativ wichtig. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, wie sieht es hier oben aus? Ist hier nochmal Weizen? Das ist nochmal Weizen, nice. Gut, es wird langsam dunkel. Schlafenszeit. Wir wollen aber vorher vielleicht nochmal die Kühe füttern. Ne, wir lassen es. Wir gehen direkt schlafen. Wir gehen direkt schlafen. Muss der hier jetzt mal aufstehen, der Rüstungsschmied. So, danke sehr. Immer mal abwechselnd. Mal der, mal der, mal der. So, danke sehr. So, gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Kühe, beziehungsweise ums Leder. Dass wir da noch was zusammenbekommen. So, Kuh, stirb. Ein Leder, na. Noch ein Leder. Zwei Leder, perfekt. Insgesamt fünf Leder, nice. Jetzt brauchen wir natürlich noch Kühe. Können wir noch eine Kuh füttern, damit wir das Weizen loswerden? Nee, ne? Nö, natürlich nicht. Ja, müssen wir gleich nochmal rein hier das Fleisch holen. Das Fleisch. Ganz wichtig, Fleisch holen, ne? Wir gehen mal eben Zeug wegbringen, weil wir haben Inventar komplett voll. Und das will ich mal eben schnell machen. So, das heißt, wir brauchen Papier. Wir brauchen Leder, relativ viel sogar. Wir brauchen Holz für die Bücherregale. Kriegen wir aber alles hin. Heißt Zuckerrohr ernten. Zuckerrohr ernten, zack, zack. Zack. Sehr gut. Liegt hier noch irgendwo was ein Zuckerrohr? Scheint nicht so. Okay. Also ist hier was gewachsen. Nice. Komm her. So. Kartoffeln. Da. Können wir immer wieder nachfarmen. Da sind noch welche reif. Sehr schön. Ansonsten sehe ich jetzt gerade keine mehr. Nee. Gut. Da sind noch welche. Papier machen, Bücher machen. Nee, für Papier brauchen wir kein Leder. Das brauchen wir nicht. Wir bräuchten Holz. Dann brauchen wir Bücher. Haben ein Bücherregal zusammengekriegt. Uiuiui, sorry. Kurz vor Folgenende noch sowas. Du willst haben 8 Smaragde für ein Bücherregal. Sollen wir das machen? 8 Smaragde? Dann könnten wir die nochmal leveln, ne? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Dann könnten wir den sogar nochmal leveln. Vielleicht kriegt er nochmal ein paar andere Bücher. Das wäre natürlich cool. Aber ein Bücherregal haben wir zumindest schon mal. Eins haben wir schon mal. Axt. Da. Danke sehr.
Jetzt sag nicht, das funktioniert nicht auf die Entfernung. Jetzt sag nicht, das funktioniert nicht auf die Entfernung. Ah. War mir irgendwie klar. War mir irgendwie klar. Pass mal auf, das funktioniert nur auf die andere Entfernung, ne? Werkbank haben wir auch da stehen. Haben wir Holz? Da. Bücher? Zack. Holz? Zack, zack, zack. Okay. Da kommt jetzt aber auch nichts. Das will ich jetzt nochmal ausprobieren, Leute. Sorry dafür, aber das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Haben wir Holz. Da. Da haben wir Holz. Zack, zack, zack. Dann probiere ich dann nochmal aus. Das will ich jetzt mal wissen noch. Zum Ende der Folge. Okay, da darf nur ein Luft zwischen sein, ne? Ein Block zwischen. Über zwei Blöcke funktioniert das anscheinend nicht mit den Bücherregalen am Zaubertisch. Okay. Dann wäre das schon geklärt. Das funktioniert nicht. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Also, Schwarzeichenholz brauchen wir nochmal hierfür, für die Wand. Dann reparieren wir das nochmal eben schnell. Reparieren wir das dann eben schnell, stellen das Bücherregal auf und dann passt das. Dann wäre es auch für diese Folge. Und ja, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren auf jeden Fall. Ne? Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge spätestens wieder. Ich sage einmal bis dahin, Servus und Tschüss.